Wunderbar, der Corona-Aufarbeitungsprozess ist voll im Gange. Und die vier Kasperl möchten es machen für 545.000 Euro Steuergeld. Spoiler, meistens wird es teurer, ne? Wollen die das machen? Die Johannes Rauch, der ohnehin schon mit wissenschaftsfeindlichen Menschen nicht recht viel anfangen kann. Und die Caroline Eschstadler, Moment, da war ja auch was. Aber es ist richtig, dass natürlich mit Einführung der Impfpflicht es eigentlich rechtswidrig ist, in Österreich zu wohnen und nicht geimpft zu sein. Ah, ja, die würde ja einen Aufarbeitungsprozess gleich mal starten lassen. Die hat ja gleich mal das Anfangsgespräch geführt. Logisch. Dann der Martin Polaschek und der Alexander Bogner von der ÖAW, also von der Österreichischen Akademie für Wissenschaften. Ja? Vier Punkte wollen die aufklären bis irgendwann einmal im Sommer um 545.000 Euro. Ich mache das schnell und dann stelle ich Fragen, die wirklich interessant werden. Ja? Also die erste Frage von euch wäre gewesen, welcher Medienkonsum zur Spaltung beigetragen hat. Kann ich beantworten. Die von der Politik instruierten Mainstream-Medien, die mit ihrer Hetze gegen die zu Recht skeptischen Impfverweigerer gehetzt haben. Ja? Zweitens, es wird ausgelotet, welche Dialogmöglichkeiten man verpasst hat. Zu gut Deutsch, wie bringe ich in Zukunft den Bürgern das bei, was ich gerne hätte, dass sie glauben. Ja? Dritter Punkt, Politikberatung und öffentliche Kommunikation. Wie schaut gute Politikberatung aus und wie soll man diese kommunizieren? Nicht nur die Wissenschaftler zu Rate ziehen, die einem ums Maul reden, sondern beide Seiten zu Wort kommen lassen. Und viertens, sehr perfide, herausfinden, was die Bürger ablehnen, wenn sie die Wissenschaft ablehnen. Was für Wissenschaft? Es gab genau eine Linie straight. Ja? Ein Diskurs hat es nie gegeben. Es gab gegeben, impft, gut, skeptisch, schlecht. Das war's. Da dies geklärt ist, ja, überweist es einfach die Hälfte von den 545.000 Euro. Ihr habt ja keine Zeit und Geld gespart und ja, ich habe auch was davon. Passt. Für mich klingt das Ganze nur nach einer Zurechtbastelung, einer Rechtfertigung im Nachhinein. Mehr nicht. Ja. Was wirklich interessant war, wäre, erstens, warum bestellt man 72,5 Millionen Impfdosen, also 8 pro Kopf, vom Baby bis zum Kreis für Österreich? Wer kann das so schlecht rechnen und leidet an einer Dyskalkulie? Habt ihr eventuell die Annalena Baerbock gefragt oder Robert Habeck oder habt ihr die Uschi von der Leyen zu Rate gezogen? Die haben sogar 10 pro Kopf bestellt, ja. Also sehr viel Vertrauen kann in die Impfdosen nicht gewesen sein, ja. Und haben die nicht ein Ablaufdatum? Ah, apropos, sind gerade 13,6 Millionen Impfdosen zerstört worden und 270 Millionen Euro Steuergeld. Ist doch auch schön. Ist doch wurscht. So, zweiter Punkt. Warum sind die Verträge geschwärzt oder waren unter Verschluss? Steuergeld. Und die auf der Steuerzahler wohl sehen, was er für sein Geld kriegt. Drittens, warum sind die Packungsbeilagen einfach leer gewesen bei den Impfdosen? Hat es auch noch nie gegeben, gell? Viertens, warum gab es die Befugnis für den Pharmakonzern von jeglicher Hoffnung zu entbinden und dem Steuerzahler diese anzulasten? Gerichtsanwaltskosten, auch Kosten für Impfschäden selber, kommt der Steuerzahler auf. Das heißt, ich baue ein Auto, vergiss die Bremsen einzubauen, und dann baut er einen Unfall. Wer ist schuld? Der klar, der Käufer, der hat es gekauft und unterschrieben. Ne? Das ist logisch. Ne? Fünftens, ja, wir können 35 Millionen Schul-Covid-Tests einfach abhanden kommen. 74 Millionen Euro Steuergeld. Nicht mehr auffindbar. Hilft nichts. Sechstens, warum wurde die rechtswidrige Impfpflicht überhaupt ausgesprochen? Obwohl man da schon gewusst hat, dass der Fremdschutz nie gegeben war. Siebtens, warum hat man generell behauptet, dass die Impfung vor Ansteckung schützt? Janine Small, CEO von Pfizer, hat vor laufender Kamera zugegeben, dass das nie getestet worden ist. Also warum kann man etwas behaupten, was nie getestet worden ist? Die werden das wohl auch nicht gesagt haben, oder? Achtens, das ist übrigens gewesen, gell? Achtens, warum hat man die Spaltung trotz besserem Wissen weiterhin befeuert? Und neuntens, warum wurde die FFP2-Maske, also Staubmaske, für stundenlang Tragen am Arbeitstag vorgeschrieben, anstatt MNS-Chirurgenmasken? Luftiger. Obwohl jeder Hersteller von solchen FFP2-Masken nur eine kurze Tragezeit vorschreibt, die nie eingehalten werden kann, besonders nicht in Pflegeeinrichtungen. Außerdem steht bei jeder FFP2-Maske im Beipacktext, schützt nicht gegen radioaktive Stoffe, Enzyme oder Viren. Positiv zu halten, im Gegensatz zu den Impfdosen haben die wenigstens ein Beipackzettel gehabt. Übrigens, ich blende schon mal kurz ein, die Inzidenzen von maskenfreien Land, also maskenpflichtfreien Land und Ländern mit Maskenpflicht. Inzidenz? Fall ich was auf? Ja, gut, evidenzbefreit. Zehntens,
Warum wurden Impfgeschädigte immer nur als psychosomatische Hypochonder abgetan? Jedes Medikament hat Nebenwirkungen. Sogar Aspirin kann schwere Nebenwirkungen haben. Guckt's einmal. Und öftens, bei dem belasse ich es dann auch, warum gibt es für Impfgeschädigte immer noch keine Anlaufstellen in Österreich? So, jetzt habt ihr mir ein bisschen was zum Knabbern. Das waren Fragen und es sind noch ein paar. Die haben wir in 10 Minuten kurz mal zusammengesucht, zusammengeschrieben, was mir so aus dem Kopf eingefallen ist. Ja. Macht es das einmal, schaut euch mal um. Das war interessant. Und nicht der Schmoren, was ihr da vorhättet zu machen. Um 545.000 Euro. In diesem Sinne, Prost.